Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous in der neuen Folge Metro Exodus. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf dem Kanal. Wir sind relativ am Anfang, sind gerade draußen mit Anna und haben gerade den Zug gesehen. Der Zug, der auch schon in den Videos immer vorkam. Das sind unsere Leute und die nehmen wir jetzt natürlich, die nehmen uns jetzt hoffentlich mit in die richtige Richtung. Also bleibt dran. So viel zum Thema. Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher. Atium, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Artyom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Ihr zwei, raus! Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Nicht nötig wahrscheinlich. Euer Ernst? Idiot. Er hätte nicht sterben müssen. Lass uns gehen. Okay, das ist, glaube ich, anders als in den Büchern. Wir haben nicht mal mehr eine Maske? Der hat eine Maske. Bisschen eklig. Das sieht aus wie so ein Generalfriedhof hier. Ja, Leute. Okay. Jetzt ist die Ausgangssituation natürlich doch nochmal eine andere. Da ist ein Vieh. Ich finde hier noch irgendwas. Habe ich irgendwas? Ich habe Luft auf jeden Fall eine Weile. Was war das? Müssen wir rüberklettern. Ah, hier. Oder drunter. War da eine Uhr? Nee. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Vogel da? Ich habe keine Bewaffnung. Nix? Nada. Okay, der haut ab. Sehr gut.
Die Frage ist, was hat der hier getan? Jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft. Aber man läuft hier auch... Oh, das ist aber echt scheiße gerendert. Ah, hier. Eine Notiz. Ihr könnt fast den Ramskuje fahren. Haltet euch von der Autobahn fern, dann halt durch den Schrott blockiert. Okay. Den gibt auf jeden Fall Energie. So, wir müssen uns jetzt halt wieder von null aufbauen und irgendwie runterkommen. Wahrscheinlich erstmal zurück in die Metro uns kämpfen. Das ist ein Vieh. Das ist ein Zug. Als ob ich nicht hier was verpasse. Okay, nee. Mal uns in den Zug schmeißen. Ey, lass mich doch mal hier durch. Ich kann nur hier rein. So. Ich habe keine Angst vor Englischern. Zu schlau ist. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Hammer, aber nichts zum Werfen. Ich könnte jetzt ein bisschen abschalten und wieder anmachen. Wo bin ich hier? Die verdammten Telegrafen sind durchgebrochen. Die Arbeiter sind erledigt. Richte deine Waffe auf die Öffnung. Wenn irgendwas durchkommt, dann schießt. So. Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. Da ist der Zug. Was ist das für ein Ding? Okay, das ist jetzt überhaupt nicht mehr mit der Story einhergehend, aber das ist egal. Wir haben genug von deinem Gejammer, du alter Stinkstiefel. Du wanderst direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay. Okay? Okay, okay. Tiere. Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Da. Ein Mutant? Ein Telepath? Ein Mensch? Ja, wie bist du? Oh, so gesund siehst du aber auch nicht mehr aus, Junge. Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen? Also gut. Ich
werde dir helfen. Endlich bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen, da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt... Jetzt ist das wieder so hell, kann das sein? Das von der Rückseite. Vielleicht machen wir es mal so. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte! Du bleibst besser im Schatten. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Schalte das Licht aus. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Lenja, sag den Arbeitern, die sollen mal nachgucken. Okay, kommt her. Ah, bist ja wieder vernünftig geworden, Yarmak. Also kannst du deinen Kopf doch noch benutzen. Kommen wir jetzt hier rein oder nicht? Ich hab Angst. Siehst du die Leiter? Ja. Versuch dich dorthin zu schleichen. Bleib nah an der Wand. Yarmak, bist du das? Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Jawohl, komme schon. Na los, na los. Das wird eine kritische Erwartung der Maschine. Gottes Willen, ist halt anstrengend hier. Du kannst mir nicht folgen. Nimm stattdessen die Leiter. Okay, komm. Ein Schnürsenkel ist aufgegangen. Ich komme sofort. Simon Michaelis, mit dem Generatoren stimmt etwas nicht. Das solltest du dir ansehen. Okay, vorsichtig hier einfach mal lang. Ich warte mal noch kurz. Na los, Bewegung, du alter Sack. Warte. Du musst ihn ausschalten. Wie kannst du das leise erledigen? Gib mir Mühe. Was murmelst du darum? Okay. Ja. Auf geht's. Okay. Warte einen Moment. Warte. Ich weiß nicht, ob man die gebraucht. Das ist doch... Er schaut hierher und wir müssen zu dieser Tür. Klasse. Und jetzt werfen. Wo soll ich die hinwerfen? Darüber? Ich hoffe, die Geräusche lenken ihn ab. Du hast den Drücke zu werfen. Ja, hab ich doch gerade. Nee? Gut gemacht. Auf geht's. Komm. Ja, mach die Tür auf. Mach schon. Geh durch. Na los. Okay. Meine Güte, das ist kompliziert. Viel Glück. Danke. Was geht ab? Sie kommen nach Moskau und suchen nach oben.
Und wir hauen euch jetzt die Birne ein. Wer zum Teufel bist du? Schirmjagd! Alarm! Du Mistkerl! Okay, ich hab eine Waffe. Läuft. Fatjam! Mein Gott! Du lebst! Du lebst! Ich lebe! Bist du verletzt? Hunters Abzeichen? Es hat die Kugel abgefangen. Das du Miststück! Okay. Lautlos ist also vorbei. Keine Bewegung. Achtung! Steuereinheit gefährlich. Idioten! Es herrscht Krieg! Ein Tod reicht euch wohl nicht, ihr... Was sind das alles für Werte? Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Notabschaltung angeleitet. Scheiße. Das ist gar nicht. Hast du das gehört, Atjom? Ta, Metro 35. Wie geil ist das denn? Easter Egg eigenes Spiel Buch reingebracht. Da draußen ist nicht nur Russland, da ist die ganze Welt. Oh mein Gott. Ja, ja, das ich kenne das Buch, das ist das Problem, das gibt vielleicht vieles vorweg. Versteckt und umgekehrt. Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind. Gut. Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu Ihnen! Artyom? Zu euch! Ihr müsst abhauen! Gehört das dir? Merci. Haben die hier liegen gelassen? Wir müssen raus, bevor sie sich erholen! Wachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen! Hierher, schnell! Auf geht's! Unbefugte sind wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt. Lauft zu diesem Hangar und zum Befehl bringe ich euch hier raus. Die kennen mich, also kann warum ich ohne hilfst Probleme du uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine... Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Sei vorsichtig. Hey! Hey, Atjom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Nokidoki. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Atjom. Die Lichtanzeige der Uhr geht an, wenn du so... Wenn du im Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Ja, super. Okay, ich würde einfach mal sagen, ich mache hier direkt mal Feierabend, bevor ich mich hier über den Hof schleiche. Atjom, da kommt wer. Zwei sogar. Ich gebe dir von oben Deckung. Nach dem Intro, warum komme ich immer auf Intro? Egal. Ich mache Feierabend für heute. Mir macht das Spiel mega Bock. Ich hoffe, euch auch beim Zusehen. Gruselfaktor auf jeden Fall da und Spiel macht mega Bock. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.